Freunden, Freunde, ich bin Dennosch. Ich sehe zwar nicht so aus, aber ich bin der Hamster in seinem Kopf und ich heiße euch herzlich willkommen bei unserem neuen Video. Moinsen, Freunde, Dennosch wieder für euch am Start. Ja, mit neuem Video. Ich heiße euch herzlich willkommen und freue mich wieder riesig, Freunde, dass ihr es geschafft habt, ja, bei mir reinzuschnuppern. Und ja, heute mal wieder ein neues Emblem für euch am Stissel hier. Ihr habt es natürlich schon wieder in der Überschrift gelesen, beziehungsweise auf der Thumbnail gesehen, dass es ein Ruffy ist. Und ja, es ist Zeit für ein neues Emblem, Freunde. Und ja, die One Piece-Freunde unter euch, die werden sich jetzt natürlich riesig freuen. Und ich habe mir natürlich jetzt mal gedacht, so, ich knüppel jetzt mal hier nicht einfach nur mal so ein einfaches Ruffy-Emblem raus, sondern mal eins, wo er mal so richtig schöne Schelle gibt. Und ja, da habe ich mir gedacht, da mache ich mal eins mit einer Faust. Und ja, bei 64 Ebenen, da kann man sich ja schon mal ein bisschen was erlauben und ein bisschen ausführlichere Embleme zaubern für euch, Freunde. Und ja, ich hoffe, ihr nehmt das natürlich jetzt hier dankend an. War schon ganz schön kniffelig, also ich habe mir da schon ganz schön was vor die Brust genommen, weil ja, da werden 64 Embleme, Ebenen, schon ganz schön knapp, Freunde, wenn man nicht nur ein Gesicht macht, sondern auch noch eine Faust, Arm und Brust und allen Gedöns. Und ja, das habe ich schon ein bisschen unterschätzt, aber ich denke doch, dass mir das ganz gut gelungen ist. Also ich finde es ziemlich geil, muss ich dazu sagen, gefällt mir richtig gut. Und ja, da ich ja jetzt schon mein Son Goku rausgehauen habe, habe ich mir gedacht, so, noch so eine Manga-Serie, die ich früher mal gerne geguckt habe, ist One Piece, Freunde. Und ja, da durfte der Ruffy natürlich nicht fehlen. Und ja, ich bin mal gespannt, welcher Protagonist es beim nächsten Mal wird, Freunde. Ich denke mal, da werde ich wieder zur Dragon Ball-Ebene rüberschwappen. Weil da gibt es ja auch noch einige Charaktere, die ziemlich beliebt sind bei euch, Freunde. Und ja, die will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Und da müssen wir natürlich nochmal was Schönes zaubern. Und da bin ich ja auch natürlich wieder auf eure Kommentare gespannt, was ihr da so vorschlagen werdet. Und auch jetzt hier in der One Piece Serie, Freunde, haben wir noch einiges an Charaktere, die wir hier rausknüppeln können. Und da seid natürlich auch wieder ihr gefragt. Ja, knallt da mal unten was in die Kommentare. Was wünscht ihr euch? Was würdet ihr gerne sehen? Und wenn ich dann so eine Tendenz sehen kann, was jetzt so wirklich gefragt ist, Leute, dann zauber ich da natürlich eins für euch. Ist doch logisch, ist doch Ehrensache hier, Freunde. Dafür machen wir doch das Ganze, damit wir uns hier alle individuell ein bisschen was gestalten können. Ja, im Black Ops 3. Und ja, Individualität ist ja alles. Ihr wisst Bescheid, Freunde. Ich hoffe, dass euch das Ganze jetzt hier zusagt, oder wollt ihr da eher so ein bisschen nur Gesicht haben? Weil ich sag mal, es ist schon gar nicht mal so einfach, das Emblem hier. Und ich denke mal, dass man da mit dem Gesicht schon ein bisschen, ja, einfacher zur Sache geht, als wie auch noch mit einer Faust und einem Arm. Aber wie gesagt, ihr müsst da die Koordinaten rechts oben in dem Bild ein bisschen im Auge behalten, Freunde. Dann klappt das schon, dann kriegt ihr das schon hin. Weil da habt ihr auch die Rotation und wie ungefähr die Verzerrung ist. Und da müsste eigentlich auch der größte Noob unter euch das Emblem hier schaffen. Also es ist eigentlich alles machbar. Und ich sag mal, da man jetzt auch die Koordinaten da oben rechts hat, kann man das eigentlich schon relativ gut nachvollziehen. Also ich denke schon, dass das machbar ist. Ihr dürft da natürlich jetzt nicht erwarten, dass ihr das innerhalb von 10 Minuten fertig habt, Freunde. Nee, nee, die Zeiten sind vorbei. Also bei 64 Ebenen, da bist du schon mal ein bisschen zu Gange. Und wenn dir der Emblem-Editor jetzt nicht so unbedingt liegt, da solltet ihr schon mal gutes Dreiviertelstündchen bis zum Stündchen Zeit nehmen. Und ja, am besten nicht auf Druck, sondern wenn du gerade schön entspannt am Rumpimmeln bist und weißt es nicht, was du machen sollst und brauchst mal eine Gefechtspause, dann kann ich dir das empfehlen. Und ja, dann tu dir mal schön die Ruhe an und dann machst du das mal schön in Ruhe, dann klappt das auch. Und wenn ihr da oben, wie gesagt, die Koordinaten immer schön im Blick habt, dann wird das auch passen. Vergesst auch nicht, wenn ich da die Deckkraft ein bisschen runtergeschraubt habe bei einigen Schattierungen, zum Beispiel in der Achselhöhle oder, ne? Also da müsst ihr dann natürlich immer schön Augen auf, was der Dennosch da gezaubert hat, und dann, ja, dann klappt das auch mit dem Nacherstellen, Freunde. Ja. So. Ich komme schon gar nicht mehr zum Zocken übrigens. Ich bin halt nur noch irgendwie hier am Emblem-Editor zugange. Weil ich sag mal, so ein Emblem zu kreieren und was dann schon ein bisschen ausführlicher ist, Freunde, da sitzt man schon mal ein Weilchen dran. Also da hast du schon mal ein paar Runden Call of Duty gespielt, die mir jetzt gerade noch fehlen. Und ja, aber was willst du machen? Ist halt so ein Steckenpferd. Irgendwie eine Macke dafür, und ja, dann macht man das halt, ne? Also wie gesagt, Freunde,
Ich bin raus. Bewerten, kommentieren. Ja, und wenn euch das Emblem wirklich zusagt und ihr es richtig geil findet, ja, dann tut mir auch einen Gefallen. Dann teilt ihr das am besten auch noch und zeigt es euren Freunden oder sonst wen. Ja, dann könnt ihr mir auch nochmal sagen, was ihr so davon halten. Aber ich denke, das ist schon was Ausgeklügeltes und nicht ganz so einfach, beziehungsweise nicht, ja, sieht man nicht so oft, denke ich mal. Und jetzt hier zum Start von Call of Duty, glaube ich, genau das Richtige. Und ja, wie gesagt, Kritik, sonstigen Kram, alles unten in die Kommentare hämmern. Ja, lasst euch ja einen Gedanken da freien Lauf. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video, Freunde. Ich bin raus, euer Dennosch. Nicht vergessen, Däumchen, Braucher, Däumchen. Ich bin raus, peace, ciao. We'll be right back.
Thank you.